Und? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Review. Dieses Mal zu Suite Française, einem Film basierend auf einem Bestsellerbuch, das ich nicht gelesen hatte und vorher auch nicht wirklich davon gehört hatte. Egal. Wir sind in Frankreich. Deutsche Okkupationszeit beginnt. Eine Garnison Deutscher rückt in ein französisches Dorf ein und die Deutschen werden dann bei den Dorfbewohnern untergebracht. Ein junger Offizier kommt dann zu einer Frau, die mit ihrer Schwiegermutter zusammen wohnt. Dann entsteht da so eine Art Beziehung zwischen ihnen, am Anfang geprägt durch Misstrauen und. Und dann werden sie aber vertrauensvoller und. Dieser deutsche Offizier spielt Klavier in diesem Haus immer. Suite Française, das ist tatsächlich dann das Stück, das er während der Zeit komponiert. Ansonsten geht es natürlich noch um die Entstehung der Resistance, Judenverstecken und auch darum, dass die Franzosen nicht wirklich alle gut waren und die Deutschen nicht böse. Die Deutschen werden tatsächlich nicht als Gräueltäter oder so etwas hier in diesem Film dargestellt, sondern sie sind immer höflich, klopfen erstmal an, bevor sie reingehen und so etwas, bitten freundlich um Dinge, sagen Danke und. Dementsprechend, man kann sagen, sie werden nicht als die Teufel dargestellt. Und die Franzosen, kaum sind die Deutschen da, kommen sofort Briefe bei denen an mit Informationen über, das sind Kommunisten, das sind Juden, das sind das und so. Also, das Ganze ist eine Produktion der BBC, eine deutsch-französische Zusammenarbeit gedreht in Belgien. Es gibt haufenweise deutsche Schauspielerinnen. Eine deutsche Schauspielerin spricht die ganze Zeit Englisch, weil ich habe es in der Originalversion gesehen und die Franzosen sprechen Englisch und die Deutschen sprechen Deutsch. Dazu gibt es dann die verwirrende Sache, dass eine Deutsche eine Französin spielt, also Englisch spricht. Dafür spielt ein Engländer einen Deutschen, und zwar die wichtigste Rolle. Und immer wenn er Deutsch spricht, hört man als Deutscher raus, dass er Engländer ist. Als Engländer würde ich sagen, könnte man das wirklich für gutes Deutsch halten. Aber als Deutscher kriegt man mit, also SCH und CH und so Sachen, das sind nicht seine Stärke. Aber nun gut, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben und das Ganze wirkt tatsächlich ziemlich gut gemacht. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt ein Film für jedermann. Man muss natürlich so ein bisschen auf Liebesgeschichte, auf das und auf das stehen. Das ist Actionfilm ist es nämlich nicht. Aber der Film ist gut gemacht. Man kann ihn sich anschauen. Es ist halt eine Frage, ob man auf das Genre steht oder nicht. Und damit bis zum nächsten Mal.